Hey, herzlich willkommen. Schön, dass ihr hergefunden habt. Das hier ist das Release-Video zum RPG Maker-Spiel Vampire Stone 2 Everlasting Blood Version 2.3. Ein sehr einfacher Titel für ein sehr verkopftes Spiel von meiner Wenigkeit. Schön, dass ihr hier seid. Falls ihr noch gar nicht so genau wisst, wo ist hier und was ist Everlasting Blood? Falls ihr mit der deutschen RPG Maker-Szene vertraut seid oder euch ein bisschen mit Pixelspielen im deutschsprachigen Raum auskennt, dann werdet ihr auch Vampire Stone kennen, welches gemeinhin als das erfolgreichste, / bekannteste Spiel der deutschen Maker-Szene betrachtet wird. Jetzt nach dem Release von Vampire Stone 3 von Ersteller Marlex ist das nur umso deutlicher geworden, denn die Vampire Stone Community, die ist da, die ist aktiv und die ist noch immer sehr groß. Und so hat es sich begeben, dass ich, ein Vampire Stone Fan, 2016 angefangen habe, ein Fanspiel zu Vampire Stone 2, dem deutlich populäreren Titel der Reihe, anzufertigen. Angefangen hat das als ein kleines Hobbyprojekt. Ich habe in das Spiel einige Änderungen implementiert mit dem RPG Maker Tool, die mir persönlich am Original Vampire Stone 2 immer missfallen sind oder die mir gefehlt haben. Schnell habe ich gemerkt, dass es auch für andere interessant sein könnte und habe ein Final Mix daraus machen wollen, eine verbesserte Version von Vampire Stone 2. Das traf aber seinerzeit in den RPG Maker Foren auf ein so positives Echo, dass ich mir überlegt habe, okay, jetzt bin ich schon einmal drin, jetzt mache ich direkt ein komplettes Remaster/Remake draus. Letztendlich ist es sogar ein Remake geworden, würde ich zumindest sagen. Ja, das ist immer weitergegangen und 2018 hat das schließlich dann zum Release geführt, nach 2 Jahren Entwicklungszeit etwa, einer stark überarbeiteten Version von Vampire Stone 2, wirklich sehr stark überarbeitet. Doch auch da war die Geschichte noch nicht zu Ende, denn die Version war natürlich sehr unfertig, da waren noch viele Bugs, da war noch viel Content, den ich nachreichen wollte. Und so gab es 2 weitere Jahre bis 2020, die ich dann in dieses Spiel reingesteckt habe, die einige andere Teammitglieder, die an Everlasting Blood mitgeholfen haben, da reingesteckt haben. Und dann die große Version 2.0 nach 10 Versionen von 1.0 bis 2.0 veröffentlicht haben. Und da war dann nochmal ganz viel neuer Content drin. Und jetzt, 2021, also nochmal ein bisschen später, habe ich mir anlässlich des Releases zu Vampire Stone 3 gedacht, okay, ich habe jetzt viele Spielerstimmen gehört in all den Jahren, ich habe viel Feedback bekommen und ich habe auch einige Let's Plays zu Vampire Stone gesehen, und auch wenn ich jetzt schon viel Lebenszeit in dieses Fanprojekt gesteckt habe, es gab viel, was mich immer noch gestört hat, so wenn ich gesehen habe, wie Leute das gespielt haben, wenn ich gehört habe, was Leute damit für Probleme hatten. Es war immer noch nicht perfekt, es gab immer noch Sachen, die wollte ich verbessern und das wollte ich so nicht stehen lassen für die Ewigkeit, wenn das Spiel dann für die Ewigkeit gespielt wird. Und es wird tatsächlich heute immer noch gespielt. Also ich habe gehört, es gibt immer noch Leute, die es nicht kennen, viele Leute. Es gibt immer noch Leute, die Everlasting Blood neu entdecken. Und so habe ich mir jetzt gedacht, okay, es kann nicht bei 2.2 bleiben. Das ist die letzte Version, die ich da seinerzeit veröffentlicht hatte, das letzte inhaltliche Update. Ich musste eine 2.3 machen. Und das ist jetzt passiert. Jetzt wahrscheinlich, wenn ich das Video hier veröffentliche, immer noch Juni 2021. Ist tatsächlich die letzte, inhaltlich letzte Version da, das letzte Content-Update für Everlasting Blood, das Remake zu Vampire Stone 2 von mir. Und es wird keine inhaltlichen Updates mehr geben, also diesmal wirklich nicht, möglicherweise nur noch ein paar Bugfixes, falls ich da noch was finden sollte. Aber, um jetzt hier an der Stelle nochmal klar auszudrücken, was ist Everlasting Blood und was könnt ihr von Version 2.3 erwarten? Everlasting Blood ist, wenn ihr grundsätzlich Vampire Stone kennt, da geht es ja, ich muss das jetzt hier nicht zusammenfassen, wenn ihr hier seid, dann wisst ihr, worum es geht. Es geht immer noch um Valna, Aska und Elaine, die 3 Protagonisten von Vampire Stone, die in der Vergangenheit gelandet sind, die bösen Elras-Magier und den verblendeten Clan der Heiligen Krieger besiegen müssen. Und Everlasting Blood ist quasi ein komplett neues Spiel, das einfach nur auf dem Grundsatz und auf der Welt und auf den Charakteren und dem, was schon so grundsätzlich da ist, von Vampire Stone 2 aufbaut. Das heißt, die Story ist fast komplett neu. Der Charakter Nyria, der in Vampire Stone 2 keine große Rolle spielte, ist hier eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, der neue Protagonist. Sie ist der neue Hauptcharakter, sie hat die meisten Story-Szenen, um sie geht es quasi in vielen Story-Elementen. Sie ist ein spielbarer Charakter, ein fester Teil der Heldengruppe. Es gibt viel mehr Content. Vampire Stone 2 Everlasting Blood hat etwa
dreimal so viel Content wie Vampire's Dawn 2, also 300% Content. Da ist extrem viel Neues dabei. Es gibt unzählige neue Orte, unzählige neue Quests, viele, viele neue NPCs. Es gibt einen kompletten neuen Enddungeon, das heißt der Elras-Pfad, der eigentlich das einzige mögliche Ende von Vampire's Dawn 2 ist, ist hier nur einer von drei optionalen Endpfaden. Es gibt den Elras-Pfad, den Clan-Pfad und den Waren-Pfad, der nochmal richtig lang ist, viel Story hat und einen riesigen Enddungeon hat, den es so im Original überhaupt nicht gab. Und von solchen Elementen gibt es viele. Es gibt viele optionale, schwere Sachen. Es gibt unheimlich viel Fanservice, viele Komfortfunktionen, die in Vampire's Dawn 2 einfach fehlen. Viele Fanservice-Optionen, viel Charakterisierung für NPCs, die im Originalspiel so gar nicht stattgefunden hat. Und. Da könnte ich noch lange weitermachen. Es ist wirklich ein komplett anderes Spiel. Falls man Vampire's Dawn 2 mochte, dann findet man in Everlasting Blood, denke ich, eine sinnige neue Spielerfahrung. Für Neueinsteiger ist es möglich, mit Everlasting Blood anzufangen, wenn man Vampire's Dawn 2 noch gar nicht gespielt hat. Es gibt da am Anfang genug Zusammenfassungen und was ist da eigentlich passiert. Aber natürlich zieht man nochmal einen besonderen Nutzen, wenn man mit dem Vampire's Dawn Franchise vertraut ist. Da gibt es viele kleine Momente und Referenzen auch aus anderen Spielen, wo ich mir gedacht habe, das könnte Leuten gefallen, die sich in dem Franchise auskennen. So, jetzt aber zum Release von Vampire's Dawn 2.3. Falls ihr vertraute Vampire's Dawn Fans seid, falls ihr Everlasting Blood Fans seid, dann kennt ihr natürlich schon den Grundriss und den Kontext des Ganzen. Was könnt ihr also von Vampire's Dawn 2.3 erwarten? Nun, der Release findet natürlich vor allem, also einmal verlinke ich den Download zur 2.3 hier in der Videobeschreibung, aber der Release findet natürlich im Vampire's Dawn Forum statt, wo ich auch den Thread seinerzeit hatte und wo der noch immer existiert zum Fanprojekt Everlasting Blood. Und da steht ein kompletter Changelog drin mit den wichtigsten Änderungen zu 2.2. Das werde ich natürlich jetzt hier nicht alles ausstaffieren und alles euch voll schwalabern, was es alles an Änderungen waren, weil das waren doch schon nochmal einige zu 2.2, die da noch nachgereicht wurden von mir. Aber das Wichtigste ist das Balancing. Das heißt, wie schnell ihr auf Level 99 kommt, wie viele Erfahrungspunkte ihr bekommt, wie leicht bzw. schwer die Gegner im Spiel sind. Das war in 2.2 der letztmaligen Version einfach alles noch viel zu einfach. Man ist viel zu schnell auf Level 99, viel zu viele Quest-Erfahrungspunkte, viel zu leichte Bosse im Endgame. All das habe ich jetzt behoben. Jetzt sind die Bosse im Endgame allesamt wirklich knackig. Die sind nochmal alle eine Ecke schwerer. Der Enddungeon, der wahre Pfad-Enddungeon, ist nochmal eine knackige Ecke schwerer und komplexer. Der berüchtigte zweite Turm am Ende vom Spiel, Kenner von Everlasting Blood wissen, was ich meine, der ist auch nochmal eine ganze Ecke schwieriger. Der war mir auch noch ein bisschen zu unschwer. Die Erfahrungspunkte, die ihr von Quests bekommt, wurden halbiert über das gesamte Spiel. Das heißt, ihr bekommt jetzt nur noch halb so viele Quest-Erfahrungspunkte, was immer noch mehr als genug ist. Die Levelkurve wurde ein bisschen angepasst. Viele Gegner wurden angepasst, damit sie ein bisschen fordernder sind. Ihr seid jetzt nicht mehr so leicht und so schnell auf Level 99. Das ist die Hauptänderung. Dann gibt es nochmal einige neue NPCs, die einige Komfortfunktionen mitbringen. Es gibt hier und da nochmal ein paar Fanservice-Momente. Es wurde natürlich auch nochmal eine große Menge Bugs rausgeschmissen. Eine große Menge Rechtschreibfehler. Es gibt einige neue Gameplay-Features und Story-Features, die es so nicht gab. Ja, da gibt es eben wirklich einige Funktionen, die das Spiel nochmal ein bisschen geschmeidiger machen sollen. Everlasting Blood ist bereits voll von Komfortfunktionen, von nützlichen Funktionen, die das Spiel einfach wirklich möglichst rund machen sollen. Das ist ein großer Spielplatz für Vampire's Dawn Fans. Aber in 2.3 ist es nochmal so, da könnt ihr zum Beispiel für die Schlosskeller, wer die Schlosskeller noch in Erinnerung hat, wo ihr die magischen Bruchstücke rausholen müsst, ihr könnt jetzt in 2.3 zum Beispiel dafür sorgen, dass da keine Monster mehr drin sind, permanent. Die könnt ihr alle rauslöschen, also mit einer Spielfunktion. Müsst ihr auch ein bisschen was bezahlen, aber dann habt ihr die Monster, die Kämpfe in den Schlosskellern, habt ihr dann vom Hals. Ihr könnt dafür sorgen, dass ihr euch da schnell wieder raus teleportieren könnt und so weiter und so fort. Viele neue Komfortfunktionen. Und das ist quasi 2.3. Balancing ausgebessert, Bugs rausgeschmissen, einige neue NPCs, nochmal einige neue Features, ein paar neue Quests und eben, wie gesagt, das Ganze nochmal ein bisschen runtergemacht. Der Anfang ist auch zugänglicher, muss man sagen. Der Anfang ist jetzt nochmal ein bisschen zugänglicher. Das ist vielleicht der Hauptschwachpunkt von Everlasting Blood. Das habe ich auch oft gehört und das weiß ich auch. Der Anfang, so die ersten paar Stunden, sind der schwächste Teil vom Spiel. Sollte eigentlich nicht so sein, aber das nochmal fundamental auszubessern, würde zu viel Zeit kosten. Das wäre ein Riesenaufwand.
Deswegen, falls ihr neu bei Everlasting Platz seid, tackelt euch durch die ersten 2-3 Stunden durch und dann wird sich das auch für euch lohnen. Das kann ich als Ersteller nur so empfehlen. Ich denke, das ist der Konsens zu Everlasting Blood. Aber jetzt in 2.3 ist der Anfang nochmal ein bisschen zugänglicher. Da habe ich nochmal dem Spieler ein paar Hilfen an die Hand gegeben. Wo findest du, was du brauchst und wo solltest du vielleicht lieber noch nicht hingehen? Zum Schluss der Neuerungen zu 2.3 sei gesagt, dass auch in dem gerade erwähnten zweiten Turm am Ende vom Spiel, der quasi das große Finale von Everlasting Blood ist und jetzt mehr denn je ist, gibt es nochmal eine kleine persönliche Message, die man sich freischalten kann nach dem Abschließen dieses Turms, falls man ihn denn abschließt, die ich dann eingebaut habe, die quasi von mir persönlich an den Spieler, an euch, an dich ist, falls du bis dahin dann gespielt hast, gibt es nochmal eine kleine persönliche Nachricht von mir. Und das war mir einfach wichtig. Das war eine echt emotionale Sache, als ich diese Nachricht da reingesetzt habe. Denn man kann von Everlasting Blood halten, was man möchte. Es ist natürlich nur ein Fanspiel und so weiter und so fort. Aber ich habe da jetzt natürlich mehr oder weniger viele Jahre Arbeit reingesteckt. Immer mal wieder, nicht permanent, aber immer mal wieder dran gewerkelt, was veröffentlicht. Und so ist mir das Projekt natürlich mit den Charakteren, die ich neu reingebracht habe, mit den Charakteren, die ich neu umgeschrieben habe, mit den Sachen, die ich da reingebracht habe, ist mir natürlich auch ans Herz gewachsen. Es ist eine emotionale Sache, das abzuschließen, jetzt endgültig abzuschließen. Deswegen gibt es da auch nochmal eine kleine Message, die ihr hoffentlich findet. Und das sind so die relevantesten Neuerungen, falls ihr wirklich alle sehen wollt. Wie gesagt, in den Changelog im Vampire Stone Forum gucken. Da steht alles drin, was ihr wissen müsst. Auch wenn ich an Vampire Stone 2 Everlasting Blood 2.3 alleine gearbeitet habe, gab es noch einmal einige Leute, die da ein bisschen mitgestaltet haben, die Bugs gemeldet haben, die nochmal einige Ideen für Neuerungen reingebracht haben. Auch die werde ich natürlich hier in der Videobeschreibung nochmal kreditieren und vor allem im Forum und im Spiel natürlich selbst in den Credits. Und das ist der richtige Anlass, um hier in diesem Video, in diesem Promo-Video zu Everlasting Blood nochmal zu sagen, an der Stelle, Dankeschön. Danke für alle, die dieses Projekt mitgestaltet haben. Auch damals das Team, das dann in den ersten Versionen von Everlasting Blood noch mitgearbeitet hat. Meine Co-Entwickler, die Komponisten, die Musik beigesteuert haben. Die Beta-Tester, die damals eine ganz, ganz wichtige Arbeit gemacht haben. Und auch jetzt die Leute, die nochmals für 2.3 tätig geworden sind. Die Spieler, die über das Spiel gesprochen haben, die das Spiel besprochen haben, die mit mir über das Spiel geredet haben, die Feedback gesendet haben. Die Let's Player, wo ich immer mal gerne reingeguckt habe, die das Spiel wirklich ausgelotet haben und die sich teilweise wirklich sehr auf das Spiel eingelassen haben und was es zu bieten hatte. Jeder, der in irgendeiner Form an diesem Spiel mitgewirkt hat, der in irgendeiner Form Spaß an diesem Spiel hatte und mich das wissen ließ, Dankeschön. Danke, danke, Dankeschön. Ihr habt einen ganz großen Teil dazu beigetragen, dass es jetzt dieses 2.3 und dieses Video geben kann. Sonst hätte ich einfach vor Jahren schon aufgehört. Aber meine Motivation blieb bestehen und das ist auch euer Verdienst. Danke also an der Stelle nochmal. Falls ihr Everlasting Blood nicht selbst spielen möchtet oder Vampire Stone 2 schon gespielt habt und nicht nochmal reinspielen möchtet oder was auch immer, dann kann ich natürlich die Let's Plays empfehlen, gewissermaßen, einige zumindest. Es gibt einige Let's Plays zu Vampire Stone 2 Everlasting Blood, es müssten jetzt 4 oder 5 von 4 oder 5 verschiedenen Leuten sein. Und einige davon halte ich für sehr empfehlenswert. Natürlich ist das immer so eine Geschmackssache, mit wem ihr am meisten sympathisiert, wer am meisten euer Stil ist. Aber von Erstellersicht her, das ist auch der Let's Player, bei dem ich komplett zugeguckt habe, würde ich empfehlen, falls ihr das Spiel wirklich angucken möchtet und den kompletten Content sehen möchtet, würde ich Lucifer empfehlen. Hier an dieser Stelle mal eine Empfehlung an ihn. Den verlinke ich auch in der Beschreibung nochmal. Der hat das Spiel komplett durchgespielt. Natürlich nur in der Version 2.2, ist klar. Aber falls ihr allen Content sehen möchtet, der bis dato vorhanden war, der macht das ganz gut. Der guckt sich alles an. Ich war dann auch immer in den Kommentaren bei seinem Let's Play dabei und habe mich mit ihm ausgetauscht. Und das war echt eine schöne Sache. Da könnt ihr das Spiel auch nochmal über YouTube genießen. Auch nicht unerwähnt bleiben sollte Vampire Stone 2 Special Edition. Ja, sehr verwirrend für Neulinge. Es gibt 2 Fanspiele zu Vampire Stone 2. Nicht nur Everlasting Blood, was ein komplett neues Remake ist, sondern es gibt auch die Special Edition von Plasquar. Das ist ein User, der schon für Vampire Stone 1 eine sehr populäre Special Edition gemacht hatte. Und jetzt, dieser Tage, hat die Vampire Stone 2 Special Edition ihren Release.
Und das Konzept der Special Editions ist es, das Spiel möglichst unangetastet zu lassen, aber einige Komfortfunktionen, einige Verbesserungen mit reinzubringen und viele Bugs und Rechtschreibfehler zu fixen. Das heißt, wenn ihr das originale Erlebnis Vampire's Dawn 2 wollt oder Vampire's Dawn 1, dann holt euch die Special Edition, denn da kriegt ihr quasi das Spiel, was Marlex 2005 rausgebracht hat. Nur eben nochmal in besser, weniger Bugs, weniger Rechtschreibfehler, einige Komfortfunktionen. Das ist die Special Edition von Plaskwa. Ihr verlinkt, selbstverständlich. Danke an Plaskwa, ich werde es auch spielen. Ist bestimmt eine tolle Erfahrung, das Originalspiel nochmal in besser zu spielen. Ansonsten sage ich an dieser Stelle nochmal abschließend, dass ich hoffe, ihr habt ganz, ganz, ganz viel Spaß mit Everlasting Blood. Hoffe, dass einige Spieler nochmal zurückkommen für 2.3 oder ich eventuell sogar nochmal neue Spieler, die jetzt im Zuge des Vampire's Dawn 3 Releases zurückgekommen sind in die RPG-Maker-Szene, dass ich die nochmal erreiche. Wie gesagt, ich habe jetzt mit 2.3 alles in diese Welt gesteckt, was ich wollte. Ich habe alles reingesteckt, wo ich dachte, das könnte Spielern Spaß machen, eines RPG-Maker-Spiels, eines Vampire's Dawn 2. Und ich hoffe, das kommt bei euch an. Ich hoffe, dieser Release von 2.3, der war nicht umsonst, der wird euch nochmal viel, viel Freude bringen. Und das wäre schön, wenn ihr mich das... Sei es nun unter diesem Video, sei es im Vampire's Dawn Forum, sei es im Vampire's Dawn Discord, wo ich ja auch aktiv bin. Wenn ihr mich da nochmal wissen lasst, hey, das Spiel hat mir gefallen und das hat mir gefallen, das hat mir weniger gefallen. So fand ich 2.3. Das würde mich sehr, sehr freuen. Wie gesagt, jede Kritik, jeder böse Kommentar, jeder liebe Kommentar, jeder spöttische Kommentar, jeder wertschätzende Kommentar, all das lese ich mir durch, all das höre ich mir an, all das weiß ich zu schätzen. Gerne Feedback senden, gerne das Spiel spielen und sich ein bisschen darüber austauschen. Das würde mich freuen und mehr brauche ich gar nicht für all die Jahre, die ich reingesteckt habe. Das reicht mir schon. So, jetzt habt ihr lange genug ausgehalten. Danke, dass ihr euch für Everlasting Blood interessiert. Danke, dass ihr dieses Video angeschaut habt. In der Beschreibung findet ihr, wie gesagt, alle relevanten Links, Downloads, Special Edition, Forum, Discord, was es nur sein könnte. Ihr findet es dort. Schaut vielleicht mal auf meinen YouTube-Kanal vorbei, das würde mich natürlich auch sehr freuen. Joraikos Staubstube ist das Projekt, das mich momentan sehr einbindet. Dort werde ich auch bald Vampire's Dawn 3 Let's Play, endlich. Und mal schauen, wie das so wird. Außerdem informiere ich dort natürlich, wenn es an der Zeit ist, über mein nächstes RPG Maker Remake bzw. Remaster, das ich angefertigt habe und das wahrscheinlich auch noch 2021 sein Release haben wird. Mal gucken, an welcher Stelle, aber im YouTube-Kanal und auch Discord werde ich auf jeden Fall darüber informieren. Hat nichts mit Vampire's Dawn zu tun an der Stelle, aber das bisschen Werbung sei mir gegönnt. So, Dankeschön. Bis dahin. Ciao. Euer Joraiko bzw. Impace. Ciao.